Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr verehrte Gäste! Wir behandeln hier heute den 9. Änderungsentwurf, Gesetzentwurf zur Änderung des Brandenburgischen Polizeigesetzes. Im Kern dieses Gesetzentwurfs geht es um die polizeiliche Eilzuständigkeit auch für Zollbeamte. Und es handelt sich um einen Gesetzentwurf, der durch die regierungstragenden Fraktionen in dieses Parlament eingebracht worden ist, was nicht so häufig vorkommt, also dass die Fraktionen sozusagen Gesetzentwürfe einbringen. Das ist eher seltener der Fall. Insofern ist es etwas Besonderes. Und in diesem speziellen Fall möchte ich ganz an den Anfang meiner Ausführungen auch noch mal meinem Kollegen Mike Bischoff danken. Denn sozusagen in seine Bürgersprechstunde sind Zollbeamte gekommen, die praktisch den Impuls gesetzt haben für diesen Gesetzentwurf mit dem Anliegen, also ihre sozusagen Befugnisse, ihre Zuständigkeiten hier im Brandenburgischen Polizeigesetz aufzugreifen. Mike hat es in unsere Fraktion getragen und heute sozusagen auf dem Tisch des Hauses liegt also der fertige Gesetzentwurf. Danke nochmal. Genau. Ja, jetzt also zu diesem Gesetzentwurf. Meine Damen und Herren, zu Beginn dieser Woche haben wir der Zeitung entnehmen können, dass sich der Bundesinnenminister Friedrich gemeinsam mit seinem polnischen Amtskollegen Cichowski sowie die Innenminister der Länder Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern bei uns in Frankfurt-Oder getroffen haben und sich mit dem Thema Grenzkriminalität, was ja also seit Wochen und Monaten auch schon großen Raum in den Medien auch und in den Interessen sozusagen der Bürger und Bürgerinnen einnimmt, sich mit diesem Thema dort beschäftigt haben. Neben gestohlenen Luxusautos und Wohnungseinbrüchen sind in letzter Zeit auch vermehrt Baumaschinen und landwirtschaftliche Arbeitsgeräte gestohlen worden. Wir hatten es mit Negativschlagzeilen zu tun und die Geschädigten natürlich diese Situation sorgt nicht nur zuletzt bei den Geschädigten für Frustration und Verunsicherung. Um diesem Problem der Grenzkriminalität zu begegnen, sind schon zahlreiche Maßnahmen auch ergriffen worden. Auch in diesem Plenum haben wir uns des Öfteren schon mit dieser Frage hier auseinandergesetzt. In Frankfurt-Oder hat der Bundesinnenminister Friedrichs angekündigt, dass nun die Zahl der in der Grenzregion tätigen Bundespolizisten, die derzeit etwa bei 1.100 liegt, dass die hier in Brandenburg auch nicht weiter reduziert werden wird. Ich denke, das ist auch schon ein Erfolg. Und wir haben beispielsweise durch die gemeinsamen Dienststellen des polnischen Grenzschutzes und der Bundespolizei sowie am vergangenen Montag am Autobahngrenzübergang Swieczko bei Frankfurt-Oder, die eröffnet wurde, auch das Problem der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit unseren polnischen Nachbarn weiter verbessert. Nicht zuletzt hat natürlich auch unser Innenminister Wojtke auf das Problem insofern reagiert, das Problem der Grenzkriminalität, dass er mit der strategischen Entscheidung des Einsatzes der Einsatzhundertschaften im grenznahen Raum auch reagiert hat. Also Sie sehen eine Vielzahl von Maßnahmen, die hier ergriffen worden sind, um der Lage besser Herr zu werden. Zur weiteren Optimierung der Arbeit unserer Sicherheitsbehörden, allerdings auch ganz im Allgemeinen, nicht nur bezogen auf die Grenzsituation und die Grenzkriminalität, haben wir es nun mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf, wollen wir es den Zollbeamten gestatten, auf die polizeilichen Befugnisse der Gefahrenabwehr in Eilzuständigkeit zurückzugreifen, also auf der Grundlage des Brandenburgischen Polizeigesetzes. Die materielle Ausstattung der Zollbeamten entspricht der Kollegen unserer Polizei. Sie sind sowohl durch ihre Uniform als auch durch ihre Dienstfahrzeuge für die Bürger und Bürgerinnen nach außen hin erkennbar und werden auch so wahrgenommen. Die Zollbeamten verfügen über Erfahrungen auch bei der Verfolgung von Straftaten, beispielsweise Steuerstraftaten oder unter anderem natürlich auch im Zusammenhang mit der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung. Sie haben also jetzt schon, wenn man so will, den Status von Polizeivollzugsbeamten und werden ja auch nicht selten als in Anführungsstrichen Kriminalpolizei des Zolls bezeichnet. Mit der Übertragung dieser polizeilichen Allkompetenz stellen wir also den Zollbeamten, den Polizeivollzugsbeamten der Länder und den Polizeibeamten des Bundes auf die Frage der Eilzuständigkeit stellen wir sie gleich. Und das halten wir für eine richtige und für eine gute Entscheidung. Ich möchte jedenfalls doch noch mal betonen, weil ich denke, die Opposition wird es vielleicht auch noch mal erwähnen, es handelt sich hier nicht um zusätzliche Aufgabenübertragungen. Es geht nicht darum, dem Zoll hier neue Aufgabenfelder zuzuschieben. Nein, es geht ausschließlich um Übertragung von Befugnissen. Die Zollbeamten werden weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten, also in ihrer originären Zuständigkeit, bleiben.
Wenn jedoch aber beispielsweise ein LKW das Reifenprofil schon gänzlich abgefahren ist oder Sie einen auf Fahrerflucht befindlichen alkoholisierten Fahrer sozusagen unterwegs treffen, dann müssen Sie schnell handeln und Sie müssen es auf der Grundlage eines Gesetzes können. Und insofern denke ich, ist das vorliegende Polizeigesetz hier die richtige und kompetente Handlungsgrundlage. Bisher ist die rechtliche Situation so, auch das vielleicht nochmal auch für die Gäste, dass die Zollbeamten über ihre reguläre Zuständigkeit hinaus für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zur Strafverfolgung lediglich das sogenannte Jedermannsrecht haben, also das, was jeder von uns auch tun kann, sozusagen, um eine Straftat abzuwehren. Das reicht aber nicht aus. Denn wenn beispielsweise jemand in einem Pkw flüchtet, dann müssen auch die Zollbeamten auf die allgemeinpolizeilichen Eilkompetenzen, wie zum Beispiel das Festnahmerecht oder eine Untersagungsverfügung oder auch eine Identitätsfeststellung zurückgreifen können. Andere Bundesländer haben das schon ausprobiert. Wir sind also nicht die Ersten, die das machen. Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen haben so eine allgemeinpolizeiliche Übertragungskompetenz schon vorgenommen. Und sie haben damit gute Erfahrungen gemacht. Auch wenn die Zahl der Fälle überschaubar ist, das ist richtig, so denke ich doch, dass trotzdem sozusagen die Möglichkeit, im Ernstfall davon Gebrauch zu machen, sich als positiv herausgehoben hat. Ja, ich denke, rundherum gesagt, für Brandenburg ist es ein ganz kleiner Baustein, unser Sicherheitsgefüge sozusagen noch zu verbessern. Und wir haben diese Chance genutzt. Das wird ja immer allgemein beklagt und geschaut. Und das, was wir hier machen können, sozusagen, das ist ein Punkt, den wir aufgegriffen haben. Und ich bitte Sie, dem Überweisungsantrag zunächst mal in den Innenausschuss dieses Gesetzentwurfs zuzustimmen. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.